so, wenn wir halt so in Berlin so sind, ne, die ganzen Leute, so alle wollen herkommen, alle wollen nach Berlin, so Party, Drogen, Weed, alles. Auch jetzt heutzutage merke ich noch, wie es meinen Körper geschädigt hat, wie ich immer noch gewisse Probleme habe und das auch mental immer noch. Ja, warum ich damit angefangen habe, das, ich denke einfach so wie jeder, weil ich ein großer Fan so vom Kiffen. Hab halt viel gekifft, so mit 15 Stunden und so irgendwann mit 16 war ich halt in dieser Crew und wir haben auch ein bisschen gemalt und da war halt dann irgendwann der Punkt, wo einige Leute mich immer gefragt haben, so ey Brudi, kannst du mal so hier und da was besorgen? Und da dachte ich so, ey, ja mach ich halt und dann kam ich halt einfach so rein und dann hat es auch nicht aufgehört, weil ich meine, das Geld ist halt echt gut, so die Party, die du machst, die macht niemand so, ne? Deswegen, so, da bin ich jetzt drin und dann will ich auch nicht raus erstmal. Ich habe halt viele Arten von Kunden so und hauptsächlich so halt so viele Leute so, weißt du so, die Bonzen aus Wannsee so, die kommen alle her. Und weil ich halt so weiß, so, dass die einen so Spaß haben wollen, habe ich auch deswegen so ein bisschen Partdrogen, so wie so Speed und sowas. Das ist so meine Kundschaft. Ja, das sind halt schon so die typischen Leute, die so, so Speed nehmen. Ja. Du siehst, natürlich denkst du jetzt nicht so, ey, das ist voll der Druggie so, ne? Das ist voll der Junkie. Denkst du jetzt nicht so, ja? Es fing dann halt an, dass man halt in Berlin natürlich unterwegs ist, man geht feiern, man lebt sein Leben in vollen Zügen aus und das alles läuft auch ganz stark zusammen mit Drogen. Am Anfang hat man damit auch gar kein Problem und nach sympathisiert man auch total damit und dann zieht es sich halt total in diesen Kreis rein. Ja, es ist wahnsinnig leicht, hier an Drogen zu kommen. Also man fängt halt an mit harmlosen Sachen, man konsumiert am Anfang Gras, Speed, Sachen halt, um sein Bewusstsein zu verändern, um Spaß zu haben und so weiter. Aber also im Nachhinein gesehen kann ich auch sagen, dass das halt der Anfang war, dass ich in andere Kreise halt gekommen bin. In einen Kreis, wo es halt kein Zurück mehr gibt. Generell den ganzen Dealern in Berlin ist es im Prinzip völlig egal, was mit uns passiert. Ja, wir sind am Ende der Nahrungskette und alles, was dahinter passiert, hinter deren Rücken, alles nachdem das Geschäft abgeschlossen ist, interessiert sie halt aber nicht mehr. Es ist halt natürlich scheiße, so an Junkies zu verkaufen und vor allem so, ich habe halt Freunde so, es sind keine Brüder, es sind einfach nur Bekannte, ja, die strecken über viel so. Man kann halt so mit Asper strecken, man kann mit Blei, ja, ich schwöre, Digga, dann bist du tot danach. Aber was soll ich machen, ja? Auch jetzt, heutzutage, merke ich noch, wie es meinen Körper geschädigt hat, wie ich immer noch gewisse Probleme habe und das auch mental immer noch. Das heißt, diese ganze Drogenszenerie, es ist Belastung für den Körper und für die Seele. Wir haben alle Geld. Und dieses Geld, worum geht das? Alle sind süchtig, ja? Alle sind süchtig und das ganze Geld kommt zu mir. Ich denke halt einfach so, natürlich ist Sucht so keine gute Sache, ja. Aber so, man muss halt einfach, man muss darauf klarkommen, ja. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ja. Warum ist meine Aufgabe, aufzupassen, dass die nicht süchtig werden? Ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass, wenn ich so weitergemacht hätte, wenn ich dieses Leben weitergeführt hätte, dass es mich irgendwann auch völlig noch sonst zerstört hätte oder ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, wo ich dann geblieben wäre.